weil ich kein Literaturwissenschaftler bin, aber mal die Gedanken etwas breiter rausbringen möchte, dass ich die Vermutung habe, und das sage ich auch jetzt als Vermutung, dass Begriffe wie Klassik und Romantik bei Peter Hacks nicht nur in einem kunsttheoretischen Zusammenhang zu sehen sind, sondern dass ich glaube, dass er hinter beiden Begriffen eine Haltung von Welt vermutet hat, versucht hat, diese zu beweisen und in der Polemik, über die wir heute so oft geredet haben, eine ernsthafte und echte Erschütterung zum Tragen kommt, wie sehr schnell es sein kann, dass wenn ein System im Weltmaßstab zusammenbricht, was 50 Jahre vorher bei allen Verbrechen unter Stalin noch als Zukunftsmodell gelten konnte, wie in dieser kurzen Zeit des Zusammenbruchs eines Weltsystems auch gleichzeitig die Aufklärung mit entsorgt zu werden droht. Deswegen diese Polemik, glaube ich, in zu Romantik. Und deswegen auch, und das jetzt, muss ich jetzt nochmal bringen, weil es sonst ein bisschen ohne Resonanz und Raumverhalt auch die Erschütterung von Karl Kraus war so echt. Und deswegen ist er, glaube ich, auch mit der Formvollendung ein Bruder im Geiste von Hax. Ja, und an diese von mir eben gestellte Frage schließt sich eine an, die ich Dietmar Dart schon immer stellen wollte. Und da ich ihm heute das erste Mal begegnet bin, habe ich jetzt das erste Mal die Möglichkeit, das zu tun und mache es gleich vor Publikum. Es gibt von Dietmar Dart ein Buch über die Fernsehserie Buffy. Die werden Sie vielleicht nicht kennen. Das ist ein junges Mädchen, das auserwählt ist, gegen Wiedergänger zu kämpfen. Und das tut Buffy in drei Staffeln mit jeweils mindestens ein Dutzend Filmen. Ich habe das zur Staffel 4 durchgehalten, weil ich den Argumentationen von Dietmar Dart folgen wollte. Und Dietmar Dart kapieren wollte, worum es da eigentlich geht. Und Dietmar Dart entwickelt in dem Buch die interessante Überlegung, dass man solche kulturindustriellen Produkte überhaupt nicht diskriminieren sollte, weil sie etwas tun, was er deshalb lobt, weil der Stand der Produktivkräfte in der Kunst genutzt wird, um Inhalte zu transportieren oder Befindlichkeiten, auch eine ganz bestimmte Zielgruppe, die mit solchen Produkten erreicht wird, eben zu erreichen. Das steht in, finde ich, eklatanten Widerspruch zu dem, was Peter Hacks in der schönen Wirtschaft entwickelt. Hacks ist nicht jemand, der dort den Gedanken verficht, die Produktivkräfte seien irgendwas, was für die, in ihrer Entwicklung für die Kunst in irgendeiner Weise eine Rolle spielen würde. Im Gegenteil, er demonstriert geradezu, wie alle ökonomischen Modelle versagen, wenn man versucht, mit ihnen künstlerische Produktion zu erklären. Und nun würde ich von Dietmar Dart ganz gerne wissen, wie er sozusagen diesen Widerspruch zwischen sich und Hacks kommentieren würde. Ich löse den natürlich auf, und zwar nach der Seite von Hacks hin. Und wenn wir was Verschiedenes sagen, hat er natürlich recht. Ich glaube nur nicht, dass wir was Verschiedenes sagen. Wenn ich die schöne Wirtschaft richtig verstanden habe, dann haut er da vor allen Dingen Marx auf die Finger. Marx sagt nämlich irgendwo, ich glaube am Schluss vom ersten Kapitel vom Rohentwurf oder von dem, was aus dem ersten, was dem Rohentwurf ausgegliedert wurde als dessen erstes Kapitel, dass es ja schon so sei, dass aufgrund des jetzigen Standes der Produktivkräfte niemand mehr den Homer machen kann. So. Und was Hax jetzt einfach behauptet, ist, man kann immer alles, wenn man es kann. Das heißt, er behauptet den Primat der künstlerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten vor der sozioökonomischen Situation. Da schließe ich mich ihm vollkommen an und sage, mit dem Gesetz von Theodore Sturgeon, es gab einen Science-Fiction-Autor, Sturgeon's Law, 90% of everything is bad. Also das heißt, jede Gattung, jedes Genre und so weiter hat dieses Ferment der vielen schlechten Sachen und die 10% der guten Sachen. Und im Grunde kann man sozusagen dieses Massiv der Popscheiße als eine Art Gebirge sehen, wo wir uns von zwei Seiten reingraben. Er gräbt sich von der Seite ran, die sagt, nur weil etwas sehr modern ist und dem Stand der Produktivkräfte entspricht, ist es noch nicht gut. Es ist gut, wenn es gut ist. Und ich schließe mich ihm an, wenn er sagt, dass man sozusagen entkoppelt vom Stand der Produktivkräfte was machen kann, wenn ich sage, selbst eine Fernsehserie kann sehr gut sein, wenn derjenige, der sie macht, und das ist in diesem Fall Joss Whedon, und da bin ich völlig auf der Seite von Hacks, der sagt, Kunst ist etwas, was einzelne Personen machen, diese Dinge reflektiert,
die Gegebenheiten sieht, weiß, was er da an dieser Produktionsstätte Hollywood hat und damit dann Dinge macht, wie sie Hax gemacht hat, wenn er Boulevard geschrieben hat. Also das heißt, wir sind wieder bei dem Ding von dem Sozialismus vorhin und im Grunde ist Ihre Frage das zweite Mal dieselbe. Die erste Frage war nämlich, was ist denn mit der Basis des Überbaus? Und die zweite Frage war, Hax sagt, die Basis ist egal, ich sage, sie ist wichtig. Nein, Hax sagt, man kann alles nutzen, wenn man es kann, und man ist von keiner Basis dazu verdammt, einen fürchterlichen Überbau zu machen. Und ich sage, man kann selbst diese Basis nutzen, die Hax verworfen hat. Ich bin der konsequentere Haxianer. Gut, also eine, die gleiche Frage auf zwei verschiedene Weisen gestellt, aber auch das kann manchmal erhellend sein, weil die Antworten ihren leichten Differenzen dann doch noch was zutage fördern. Ein weiterer Gedanke, der mir heute durch den Kopf gegangen ist, und das richtet sich jetzt, die Rede richtet sich primär an Herrn Köhler, aber auch an die anderen natürlich in der Runde, wenn Ihnen dazu etwas einfällt, ist die Frage in Bezug auf Kleist. Was ist so Kennzeichen, was könnte das Kennzeichen des Romantischen sein? Und ein wesentliches Kennzeichen des Romantischen ist natürlich ein ganz bestimmtes geschichtsphilosophisches Modell. Nämlich bei der Romantik würde ich durchgängig sagen, ein geschichtsphilosophisches Modell, das, wenn es vorhanden ist, nach rückwärts orientiert ist. Nun haben wir gerade bei Kleist ein geschichtsphilosophisches Modell, das ganz in die Zukunft gerichtet ist. Schon in der Familie Schroffenstein im ersten Stück taucht der Gedanke auf, den er dann nochmal 1811 im Marionettentheater formuliert, wir können nicht zurück in die Geschichte, das Paradies ist verschlossen, da steht der Cherub vor, wir können nur die Reise um die Welt machen und sehen, ob das Paradies von hinten wieder offen ist. Das ist natürlich eine ganz in die Zukunft gewandte Perspektive und ich würde das als einen Punkt nehmen, wo ich Schwierigkeiten bekomme, Kleist zum Romantiker zu machen. Das würde ich sagen, konvergiert mit der Vorstellung von Hax vollkommen, dass wir die Reise zurück nicht in die Welt machen können, sondern natürlich die Reise nach vorne antreten müssen. Das würde ich versuchen, auf zwei Ebenen zu sagen. Die erste ist die einfachere Ebene, nämlich das, was Kleist betrifft. Da hat, glaube ich, Hax das, was Sie erwähnen, und was ich bei Kleist auch finde, vielleicht zur Kenntnis genommen, aber er hat es zumindest in seinen öffentlichen Äußerungen zu Kleist nicht weiter verarbeitet. Da geht es um Kleists Gesellschaftsmodell und wie Kleist seine Kunst einsetzt, um dieses Modell, Gesellschaftsmodell zu befördern. Und das ist dann nach Hax rückwärts gewandt. Und da geht es dann auch nicht darum, in irgendein Paradies zurückzukehren oder nach vorne zu einem Paradies zu kommen, sondern es geht darum, eine bestimmte feudalständische Ordnung auf dieser Welt jetzt zu erhalten. Stimmt es? Auf Kleist bezogen würde ich sagen, stimmt nicht, nein. Mhm. Das ist ein verkürztes Kleistbild, das Hax da entwickelt. Und die zweite, viel, viel schwierigere Frage ist, inwieweit denn Kleist also kein Romantiker ist, was, glaube ich, im Moment die Mehrheitsmeinung der Literaturwissenschaft ist, oder ob es auch Elemente der Romantik gibt, denen Hax damit nicht gerecht wird. Also ob Romantiker entweder bewusst oder in bestimmten Phasen ihrer Entwicklung bewusst sagten, das, was wir wollen, ist bei allen Verbindungen zu früherem doch etwas Neues, oder ob es ihnen, weil sie nun einmal unter völlig neuen Bedingungen operierten, eben doch zumindest unterlief. Ich gucke in die Runde und gucke auch ins Publikum. Also wenn sich im Publikum Fragen regen sollten, dann halten Sie sich nicht zurück. Ich habe keine Antwort, sondern auch eine Frage, die ich an diese Gruppe von Hax-Spezialisten stellen möchte. Nämlich, ich begreife sehr, sehr gut, warum Hax in den 70er Jahren seine Ausfälle gegen die Romantik geschrieben hat. Denn da gab es einen politischen Hintergrund, nicht wahr? Ganz deutlich, ganz klar. Aber 25 Jahre später, da war die ganze Situation anders, nicht wahr? Seine Ansichten haben sich nicht so sehr geändert zwischen den Aufsätzen Mitte der 70er Jahre und dem großen Romantikaufsatz. Warum schreibt er immer wieder 2001 diesen Aufsatz
Und der Gegenstand, das Objekt, ist schon weg, nicht wahr? Also es sind völlig andere Zustände. Ich glaube, es gibt eine sehr einfache Antwort. In den 70ern wollte er etwas verteidigen, das war dann später kaputt. Ja. Das heißt, wann ist die Wut größer? Wenn ich gegen jemand anrenne, der mir etwas kaputt machen will, das mir wertvoll ist, oder wenn er es geschafft hat? Ich glaube, wenn er es geschafft hat, ist meine Wut noch größer. Jedenfalls dann, wenn das, was kaputt ist, ich wirklich geliebt habe. Weiß ich nicht. Ich finde die Antwort überzeugend. Es bleibt trotzdem noch ein Rest der Frage offen. Ich führe mir vor Augen, dass sich Hack verschiedentlich zu Goethes Publikationsstrategien und zu Goethes Strategien geäußert hat, wann er in politische, ästhetische Kämpfe eingriff und wann nicht, oder wann er vielleicht auch jemanden als Aufsatzautor vorgeschickt hat, um einzugreifen. Und da wird Goethe als gutes Verhalten als vorbildlich hingestellt, und zwar ein taktisch sehr kalkuliertes Verhalten, das darauf abzielt, abzuschätzen, wann kann ich was durchsetzen, wann hat was Erfolg. Bei Hax ist es schon in den 70er Jahren so, dass von Taktik überhaupt keine Rede sein kann. Das Scheitern, das Herr Weber heute skizziert hat, war vermutlich bei den eingesetzten Mitteln nachzuvollziehen. Und für den späten Romantik-Essay gibt es erst recht keine so große Adressatengruppe, dass man ernsthaft vermuten kann, dass Hax ernsthaft hätte vermuten können, dass diese Publikation wirklich die Welt von der Barbarei schützt. Ja, nur ganz kurz. Also meine These ist schlicht und ergreifend, man kann nur solche grandiosen, undifferenzierten und ungerechten Texte schreiben zu Gegenständen, in denen man sich am besten auskennt. Die Frage der Taktik. Warum hat er sie nicht beherrscht? Wenn ich die Erinnerung von André Müller Senior lese, dann gab es da noch eine zweite Debatte, die so explizit nicht in den späten Texten steht, die aber, glaube ich, sie durchherrscht auf allen Ebenen. Nämlich, André Müller sagt an einer Stelle, man kann mit ihm nicht vernünftig über die Frage reden, ob die DDR nochmal wiederkommt. Er hat das immer wieder zu André Müller Senior gesagt. Wir müssen eben alles dafür tun, dass. Und André Müller, der ja in der Programmatik nicht weit weg war von Hax und gesagt hat, also wünschenswert fanden sie es beide. Nur für den einen folgte daraus, dass es wünschenswert und richtig ist, dass es auch passiert. Oder jedenfalls hat er das gesagt. Für den anderen folgte daraus, gut, klar, wir wollen es, aber es passiert nicht. Das heißt, der Punkt ist, glaube ich, der, Huxley, und daran kann ich nichts Schlechtes finden, damit kann ich sehr sympathisieren, und das hat tatsächlich tragischen Zuschnitt, an einer Berufskrankheit aller Leute, die sehr, sehr gut, sehr, sehr dicht argumentieren können, und zwar auch in ganz verschiedene Richtungen. Das heißt, ihre Meinung auch ändern können, und es ist genauso sozusagen... Es schneidet genauso, es knallt genauso, es funktioniert genauso, es ist genauso fest gefugt. Er überschätzte, glaube ich, habituell, nicht intellektuell, also nicht so, dass er das glaubte, sondern in seiner Konstitution, als der Mensch, der er war, die Kraft des guten Arguments. Er glaubte tatsächlich, wenn er dem Imperialismus sagt, du bist dumm, ich kann dir das begründen, dann geht er weg. So. Und ich glaube, das ist eine Berufskrankheit von Leuten, die ihr ganzes Leben dem opfern, dass sie sowas so gut können. Also, nehmen wir mal eine andere Richtung als die sozialistische, nehmen wir mal den 11. September. Da war von allen Seiten zu hören, ich habe damals in der Tageszeitung gearbeitet, und jeder Hundezüchterverein und jeder Anemonenfördererverein und jeder Verein für sufistisches Rundtanzen hat gesagt, wenn man auf uns gehört hätte, wäre das nie passiert. Das heißt, wenn eine große Katastrophe passiert, dann werden die Leute zurückgeworfen auf das, wovon sie überzeugt sind, weil sie es sehr gut können. Und das heißt, Peter Hax, in dessen Leben eine große Katastrophe passiert ist am Ende, die sein Herz und seine Konstitution gebrochen haben in vielerlei Hinsicht und trotzdem wieder viel davon, die Haltung aufrechtzuerhalten, ist an der Stelle sozusagen auf die Fertigkeiten und Techniken zurückgeworfen, die er eben gelernt hat als argumentierender Mensch, und streitet sozusagen nicht. Der Begriff Taktik und der Begriff Strategie betrifft ja eine Welt, in der man sozusagen noch erwartet, dass es einen Sinn hat, was man tut. Und ich glaube, die Frage stellte sich nicht mehr, er wollte einfach Zeugnis ablegen.